damit herzlich willkommen zum 1000 Abonnenten-Special. Inzwischen sind es schon 1000, fast 1200. Auf jeden Fall ein dickes, fettes Dankeschön an alle euch da draußen, dass wir die 1000 geknackt haben. Und es freut mich echt super. Habe ich nie mit gerechnet, dass es so schnell geht. Genauso wenig, wie ich damit gerechnet habe, dass wir so viele Fragen zusammenkriegen. Ich habe dieses ganze Video schon mal aufgenommen und darf es jetzt nochmal aufnehmen, weil ich halt ein Depp bin und ohne Sound aufgenommen habe. Ja. Wann kommt nochmal eine Runde mit gemischten Teams, wo ihr Mafuyu zeigt, wie man richtig spielt? Tja, das kommt darauf an, wann die mich wieder einladen. Da ist dann nur ein, ja, ich war ja nur Gast, ne? Wie bist du auf den Namen Ixli gekommen? Ganz einfach, ist ein Anagramm zu meinem Namen, Alexander, beziehungsweise Alex, und mein Nachname fängt mit R an, deswegen Alex und ein R hinten dran. Und ein bisschen gemischt und schon kommt Ixli raus. Kann keiner aussprechen, ist trotzdem geil. Gut, oder? Was machst du beruflich? Ich bin IT-Systemadministrator in einem Unternehmen, das ich hier nicht nennen werde. Aber ja, ich hacke mich überall rein, weißt du, ich bin hier der krasse Hacker. Ja. Gibt es einen oder mehrere YouTuber, mit denen du noch nie aufgenommen hast, aber es gerne würdest? Generell bin ich dafür offen. Solange es Spaß macht, ist alles gut. Also mir kommt auf den Spaß an und damit ihr coole Videos kriegt. Spezielle YouTuber habe ich jetzt nicht im Kopf. PewDiePie vielleicht? Nee, Quatsch. Nee, keinen speziellen, den ich noch in der Queue habe, wo ich drauf warte. Wirst du wieder mit CSGO anfangen? Vielleicht mit Dalukart? Das Problem ist, ich spiele CSGO eigentlich 4:3 Auflösung. Das kann ich nicht aufnehmen. Das sieht einfach zu hässlich aus. Aber wenn sich mal die Zeit ergibt, dann vielleicht. Mal gucken. Lass dich überraschen. Bleib auf dem Stand. Abonnier mich. Hast du jemals in ein Spiel gehackt? Singleplayer-Spiele? Ja. Einige. GTA zum Beispiel früher öfters. Und ich persönlich hätte noch nie gehackt, aber damals, als ich CS 1.6 in der ESL gespielt habe, hat mein Teamkollege meinen Aimbot angemacht, damit ich trainieren kann auf einer Aim-Map. War aber ein eigener Server ohne VAC, also von daher alles gut. Selbst gehackt habe ich noch nie, auf jeden Fall, beziehungsweise noch nie in einem Online-Spiel, sagen wir mal so. Also, alles safe bleiben hier, niemals hacken. Wie viele Spielstunden hast du in Rainbow Six Siege? Keine Ahnung, ich gucke nach für dich. Viele. Es lädt. Es lädt immer noch. Es lädt. La la la, es lädt. Ich habe insgesamt Spielzeit 411 Stunden. Plus PvE 11 Stunden. Die zähle ich nicht dazu. Also 411 Stunden PvP. Also ich würde sehr gern die Person hinter Ixli kennenlernen. Wie abgehoben bist du inzwischen? Ist YouTube nur ein Nebenberuf für dich? Wer ist dein Lieblingsfan? Hast du eine Lieblingsfarbe? Ist das gelb? Bleibst du in Berlin oder ziehst du nach Beverly Hills? Wann kommt mal wieder Battlefield? Oder findest du Battlefield inzwischen doof? Warum findest du Battlefield inzwischen doof? Wann kommt Ixli's Beauty Palace? Ich habe dich abonniert. Wann kommt das Gewinnspiel? Also, ich bin Ixli, Alex, ja, ich bin kein bisschen abgehoben, nee, weil, bringt ja nichts, weißt du, wenn man abgehoben ist, die Leute da draußen, die gucken einen dann immer so doof an. Nebenberuf, ja, ist Nebenberuf, auf jeden Fall. Und einen Lieblingsfan habe ich auch nicht, ihr seid alle meine Lieblingsfans, yo, Digga. Oh Gott, meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich bleibe in Berlin natürlich, Battlefield kommt erstmal nicht mehr, weil es keiner mehr spielt, es ist einfach zu casual geworden. Es ist einfach keine Herausforderung mehr da, ich weiß nicht, irgendwie ist es langweilig geworden. Ixli, Beauty Palace, vielleicht am Ende des Videos? Wer weiß das schon? Und das Gewinnspiel kommt nie. Was machst du mit all den YouTube-Money? Hast du schon ein Ferienhaus gekauft? Oder sogar schon das zweite? Nee. Wann verlust du endlich mal wieder die ganze Hardware, die du von den ganzen Sponsoren geschenkt bekommst? Oder bist du geizig und verkaufst sie alle bei eBay? Wie schützt du dich vor den ganzen Stalkern? Ja, das YouTube-Money, das bezahle ich für die Adobe Cloud. Also, ich habe ja die Adobe Cloud abonniert. Kostet übrigens 60 Euro im Monat für ein Jahr. Da geht das ganze YouTube-Money hin. Ferienhäuser habe ich nicht. Und verloste Hardware gibt es nicht. Ich habe keinen Sponsor. Von daher, who cares? Ich verkaufe nichts bei eBay. Hab nichts zu verkaufen. Ich bin einfach so arm. Und ich schütze mich vor den ganzen Stalkern, indem ich keine Facecam benutze. Oder nur manchmal. Was ist dein aktuelles Lieblingsgame und auf welches freust du dich in Zukunft auf meisten? Wie stellst du das Spiel aller Spiele vor? Lieblingsgame? Witcher 3 schlägt einfach nix. Es ist einfach so. Witcher 3 ist das beste Spiel aller Zeiten. Und danach kommt direkt GTA Vice City, weil es einfach Retro-Style ist. Vice City sollte jeder gespielt haben. Wer es nicht gespielt hat, spielt es. Sieht zwar nicht mehr so hübsch aus, aber ist einfach Hammer. Und das Spiel aller Spiele. Witcher 3. Das ist das Spiel aller Spiele. Es funktioniert einfach. Es ist geil, hat eine geile Story. Sieht gut aus. Das ist mein Lieblingsspiel. Was machst du mit all den Ruhm? Würdest du schon mal als Influencer von Ubisoft eingeladen? Welche Hardwaresteller wollen dich sponsoren? Kaufst du dir von dem ganzen YouTube-Geld einen AMG oder einen Porsche? Ja, der ganze Ruhm. Ich muss schon hier. Mein ganzes Zimmer ist einfach eine Hanfplantage. Hanfplantage? Nicht mal reden kann ich mehr. Influencer bei Ubisoft? Nee, ich bin zu klein dafür. Mit meinen 1000 geilen Abonnenten. Ihr seid die Besten. Hardware-Sponsor will mich keiner sponsern. Und? Also noch nicht. Man weiß ja nie. Und ich würde mir ein Audi kaufen.
Wie bist du zu YouTube gekommen? Warum hast du mit YouTube begonnen? Woher kennst du eigentlich die SBS-Truppe inklusive Fabian Siegesmund und so weiter? Bist du bürgerlich Berliner? Wie bin ich zu YouTube gekommen? Irgendeiner hat mal geschrieben, ich soll mal Gameplays von mir hochladen unter Fabians Video, glaube ich. Hab ich gemacht. Deswegen habe ich auch begonnen. Und es macht natürlich echt Spaß tatsächlich. Die 5 Millionen Fragen hier zu beantworten, wo ich wahrscheinlich wieder 50 Jahre für brauche. Aber das mache ich für euch gerne. Nee. Ja, klatschi klatsch. Ja, ich bin in Berlin geboren, in Berlin-Kreuzberg und ich bleibe auch hier, weil... Ach, das ist so schön schmutzig hier. Das ist super. Welches Spiel steht in der nächsten Zeit an? Woher kommst du? Wie bist du zum SBS gelangt und wann hast du Corny, Fabian etc. kennengelernt? Hast du eine Frau, Freundin, Kinder, Haustiere etc.? Ja, Sea of Thieves auf jeden Fall. Das ist ein Spiel, was anstehen wird, weil ich mich übelst drauf freue, irgendwie als Pirat durch die See, in die See zu stechen, in die See zu stechen. Ja, geil, geil Deutsch wieder mal, ne? Kennt ihr von mir inzwischen? Wie habe ich das SBS kennengelernt? Irgendwann haben die mal DayZ gestreamt und dann bin ich zu denen gestoßen und seitdem war ich auf dem Teamspeak. Corny ist irgendwann auch mal dazu gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das dazu kam und Fabian ist ja eh mit den SBS-Leuten unter einer Decke, ne? Battlefield 3 und so. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Ich habe keine Frau und keine Kinder und auch kein Haustier. Beziehungsweise ich habe ein Haustier, aber das wohnt nicht bei mir, sondern bei meinem Stiefvater im Haus. Denn der hat einen Garten und das sind zwei Huskies. Wie hast du es geschafft, mit Corny aufzunehmen? Er hat ja mehr Abonnenten als du. Habe ich mal dazu gedichtet, ne? Das passt. Wir haben halt einfach zusammen gespielt und aufgenommen. So leicht geht das. Der Vertrag ist aber abgelaufen mit Corny. Den muss ich mal wieder neu machen, ne? Aber sonst ist halt einfach passiert. Es war ein Unfall. Ich grüße Pascal G. und Marc. Dein absolutes Lieblingsspiel. Witcher 3. Und danach war ich City. GTA. Okay, Daniel sagt, ich bin zu gemein. Dann stelle ich hier halt meine Fragen. Hast du neben YouTube noch ein richtiges Hobby? Magst du Waffeln? Kannst du dir Zöpfe in die Haare flechten? Wie oft gehst du einkaufen? Trinkst du lieber Augustiner oder richtiges Bier? Ich beantworte sie trotzdem. Zu nebenbei diese Dame da, die da auf dem Bild da unten links ist. Irgendwo. Warte mal. Hier müsste es sein. Da wo? Da? Ach, ist egal. Diese Dame kenne ich von meiner Arbeit. Ja, deswegen fragt sie so eine fiesen Fragen. Ja, ich habe auch noch einen richtigen Job. Manchmal. Ab und zu sitze ich so rum und tipp auf meiner Tastatur rum und das ist mein richtiger Job. Ich mag Waffeln, ja. Waffeln sind super. Esse ich ja heute wieder, ne? Weißt du Bescheid hier, ne, nachher? Zöpfe kann ich mir nicht flechten und ich gehe jeden Tag einkaufen. Wirklich jeden Tag, außer Sonntag. Und ich trinke Augustina, weil das das richtige Bier ist. Kommt jetzt öfters Rainbow Six Siege mit Dalukar zusammen? Würde mich sehr freuen. Ja, sieht so aus. Ich nehme natürlich mit denen auf, wenn ich kann, wenn sie können, wenn sie Platz haben und bis jetzt sieht's gut aus. Also, wahrscheinlich kommen noch mehr Folgen. Bleib also dran. Glückwunsch, ich mag dein Intro voll. Die Musik ist voll cool. Abi-Noten in Mathe, Deutsch und Englisch. Ich habe kein Abi gemacht, denn ich habe mir gesagt, nach der Realschule fange ich an zu arbeiten. Ich brauche mein Geld. Ich war jung und brauchte das Geld. So sieht's aus. Woher kommt dein Name Xlier und warum der ganze Retro-Style? Retro-Style. Was hast du sonst für Hobbys und magst du besonders irgendwelche Filme oder Serien? Ich habe noch ein Hobby, ja, das nennt sich Eishockey. Ich habe 6 Jahre lang Eishockey gespielt bei den Berlin Capitals. Das waren damals das Pendant zu den Berliner Eisbären. 6 Jahre lang. Habe aber aufgehört, weil ist halt scheiß mit der Schule, ne? Wenn man jeden Tag trainieren muss bis 22 Uhr und als kleiner People dann noch Hausaufgaben machen muss, die ich nie gemacht habe. Der ganze Retro-Style kommt daher, dass ich eigentlich eine geile Idee hatte. Derjenige, der mir dieses coole Intro erstellt hat, hat mit mir so ein bisschen im Teamspeak rumgesessen und wir hatten eigentlich eine geile Idee. Ich hatte aber tatsächlich bis jetzt noch nicht das Kleingeld dazu, um die Sachen, die ich da machen wollte, zu realisieren. Aber vielleicht kommt es ja noch, wenn ich Geld habe. Mal gucken. Ich bin halt ein armer Mensch. Donated. Abonniert mich. Gib mir Geld. Was ist deine Lieblingsmap in Siege? Borderline. Nee, wie heißt die? Coastline. Coastline heißt die neue Map. Wie heißt die auf Deutsch? Küstenlinie wahrscheinlich. Ja, aber die Map finde ich schon ziemlich geil. Was sind so deine Ziele im Leben oder mit YouTube? Würdest du YouTube oder etwas mit YouTube gerne irgendwann so wie Fabian hauptberuflich machen? Nee, YouTube bleibt für mich ein Hobby. Davon kann ich nicht leben. Ich verdiene relativ gut in meinem Job. Von daher, es wird mit YouTube Ewigkeiten. Da muss ich eine 500.000 Abos haben, damit ich davon leben könnte. Und das wäre mir auch zu gefährlich, glaube ich. Also es bleibt ein Hobby. Was ist mit Kloss los? Hast du gedacht, dass du jemals 1.000 Abonnenten erreichen wirst? Ziehst du Rainbow Six Battlefield 4? Findest du, dass EA sich eine ganz große Scheibe von Ubisoft abschneiden sollte, was die DLCs anbelangt? Kloss muss arbeiten. Ja, die Bundeswehr ist hart. Nee, da muss man immer ran. Der arbeitet. Ganz leicht an war, aber mehr weiß ich auch nicht. Also, manchmal ist er da, manchmal nicht. Kommt drauf an. 1.000 Abonnenten. Also, ich habe mir gedacht, dass ich sie irgendwann mal erreichen werde, aber nicht so schnell. Muss ich ganz ehrlich sein, das war doch schneller, als ich gedacht habe. Aber cool, dass ihr dabei seid bei dem Beauty Palace bei mir, der bald kommt. Ja, Siege ziehe ich auf jeden Fall Battlefield 1 vor, denn Battlefield 1 ist rüde, meiner Meinung nach. Es gibt wahrscheinlich Leute, die finden es geil, aber wenn man die anderen... Ich habe seit Battlefield 2 wirklich aktiv Battlefield gespielt und das ist immer das Gleiche bis jetzt. Und, weiß nicht. Luft raus bei mir bei Battlefield. Overwatch?
eigentlich ganz cool, aber nicht so mein Ding. Heldenshooter ist nicht so meins. Man könnte jetzt sagen, auch Rainbow ist ein Heldenshooter, sind halt Operators. Aber nee, nicht meins. Aber trotzdem cooles Spiel. Ja, Ubisoft macht das echt gut mit den DLCs. EA sollte sich auf jeden Fall ein Stück davon abschneiden, weil die Politik von denen ist super geil, dass man alles umsonst kriegt eigentlich. Und wenn man will, kann man es halt bezahlen und früh haben. Ist eine geile Idee, weil man nicht gezwungen wird, Geld auszugeben. Wie alt bist du? Alt. 27. Meine Reaktionszeit lässt auch nach. Ich muss lange überleben. Ich bin so alt, dass ich nicht mehr reden kann. 27. Sprachfehler werden immer mehr. Alzheimer. Ich vergesse alles. Ja, mit mir geht's zu Ende, Leute. Lust irgendwann wie Corny Community-Matches zu machen? Ja, war sogar angedacht. Das Problem ist, Vodafone hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nächsten Monat bin ich ja dann woanders. Bei der Telekom. Was sind so deine Kriterien, um jemanden in die Freundschaftsliste zu nehmen? Beziehungsweise spielst du auch öfters Casual auf Rainbow Six? In Rainbow Six Siege. Ja, ich muss die Person halt kennen, ne? Ich habe zwar ein paar Leute angenommen schon. Das Problem ist, dass ich halt dann während der Aufnahme teilweise, naja, zugespammt nenne ich es mal nicht, aber oft Nachrichten kriege, was dann schon nervt teilweise. Deswegen normalerweise nehme ich Leute auf, mit denen ich halt spiele und die ich halt auch kenne, ne? Deswegen heißt es ja auch Freundschaftsliste. Und ich spiele oft Casual, da ich Ranked zur Zeit nicht spielen kann, weil die Ranked-Server down abgeschmiert sind in der letzten Zeit. Und ich inzwischen schon dreimal einen Bann gekriegt habe. Danke, Ubisoft. Was würdest du eher kaufen? Hund oder Katze? Hund. Hund ist cool. Xle, du siehst eigentlich genauso aus wie ich mit Brille. Wieso wolltest du unbedingt mal Rainbow Six spielen und nicht The Forest oder so? Rainbow Six macht echt Spaß. Forest ist auch cool. Habe ich noch nicht gespielt. Doch, habe ich schon gespielt. Was quatsche ich hier eigentlich für eine Scheiße? Vielleicht spiele ich auch mal The Forest. Ich guck mal rein. Ne? Aber allein ist man doof und keiner will es spielen. Aber mal gucken. Man weiß nie. Ne? Wo hast du das Intro und Outro her? Das ist mega nice. Das hat mir der Sir Wimsley gemacht. Ein guter Bekannter, würde ich jetzt sagen, schon mal. Na, der ist ganz cool drauf, der Typ. Und der hat mir das gemacht. Der hat auch die Idee gehabt mit den Retro. Also wir beide haben die Idee mit den Retro-Zeug gehabt. Und da war noch ein bisschen mehr angedacht. Aber das kommt vielleicht irgendwann mal, wenn wir Zeit haben. Ich und Geld. Was wird jetzt aus dem vorproduzierten Rainbow Six Video? Ich meine jetzt in Bezug auf das neue Update. Genau, vorproduzierte Sachen werden in der Regel gelöscht. Manchmal hebe ich ein paar coole Sachen auf. Ich habe jetzt letztes Mal auch eine alte Folge Rainbow gebracht und ich gucke mal dann, wie sie ankommt. Die meisten wollen halt den neuen Stuff sehen und die alten lösche ich halt dann. Aber vielleicht mache ich mal einen Zusammenschnitt aus allen alten und da hat ihr einfach ein Stück hoch. Das wird dann eine Stunde Video, aber da habt ihr die auch mal gesehen. Yo, XD, hast du schon ein paar Ranks im neuen Patch hinter dir? Ich glaube, es ist nicht mehr so schwer, auf dir zu kommen. Ich übersetze mal frei, ne? Und er hofft, dass hier Ubisoft die Bugs behebt. Ah, und welches Schneideprogramm benutzt du? Und wer hat das Intro gemacht? Ja, ich habe schon ein paar Ranks hinter mir. Und wie gesagt, ich bin öfters rausgeflogen und habe 3 Bans kassiert, weil ich nicht mehr rangekommen bin. Danke Ubisoft für die Bans. Es ist nicht mehr so schwer, auf dir zu kommen. Ja, das glaube ich sogar, weil relativ viele neue Leute angefangen haben. Und damit ist die Spanne, um hochzukommen, wahrscheinlich ein bisschen leichter geworden. Ich bin übrigens gerade Gold 2. Ich habe auch nur alleine Rank gespielt. Also von daher, who cares? Scheiß drauf. Und die Bugs werden immer schlimmer. Schneideprogramm benutze ich Adobe Premiere CC, also Creative Cloud. Könnt ihr mal einen Rank- bzw. Casual-Match machen, wo man Operator nur bis zu einmaligen Tod spielen kann? Wenn die anderen mitmachen, dann können wir das mal machen. Ich kann es ja mal vorschlagen, vielleicht. Ne? Vielleicht. Hallo, erstmal Glückwunsch zu den über 1000 Abonnenten. Macht echt Spaß, dir und den anderen bei Rainbow Six über die Schulter zu schauen. Was ist dein Lieblingsgenre bei Games? Welches Game erwartet uns in der Zukunft auf deinem Kanal? Bist du auch strickigen Konsolenzocker? Was für Filme hast du in der letzten Zeit geschaut? Dein momentaner Lieblingssong? Welche YouTuber schaust du gerne selber? Mein Lieblingsgenre bei Spielen ist, glaube ich, wirklich Shooter tatsächlich. Das liegt mir am besten, macht am meisten Spaß und deswegen würde ich sagen FPS-Shooter. Sea of Thieves auf jeden Fall, dieses Piratenspiel von Ubisoft. Wieder mal ein Ubisoft-Spiel, ich weiß nicht, was die machen. Aber das auf jeden Fall, das macht mir echt Spaß, wahrscheinlich. Das hat echt Spaß, mal zuzugucken, was man so gesehen hat. Das können wir auf jeden Fall und mal sonst mal gucken, was so kommt. Ich bin da relativ offen. Hauptsache, die Spiele sind vernünftig programmiert. Ja, Konsolen halt, ne. Ich meine, ich habe auch mal eine Playstation gehabt. 1 und 2 und 3 habe ich gehabt, ne. Aber ich glaube, Konsolen fördern nicht unbedingt Spiele. Also sie fördern schon Spiele, aber nicht die Spieleentwicklung. Dadurch, dass halt die Spieleentwickler auf Konsolen exportieren müssen. Und dadurch halt auf dem PC Spiele leider teilweise ein bisschen hinterherhängen. Aber sonst, warum nicht, ne? Meine Meinung, ihr könnt gerne was anderes in die Kommentare schreiben. Welchen Film habe ich zuletzt geschaut? Ich glaube, es war Sully. Sully heißt der. Der, wo, ne, der mit dem Flugzeug in dem Hudson River war, glaube ich, gelandet ist. Den habe ich zuletzt geguckt. Mein Lieblingssong ist von Weekend Starboy. Geiles Lied. Ich gucke sehr gerne Clint Fleeman, aber der macht ja leider nicht mehr so viel auf seinem Hauptkanal. Bei Pizmit gucke ich gerne vorbei und bei Gronkh. Das sind so die 3 großen Kanäle, die ich gerne gucke. Kann ich auch nur weiterempfehlen, aber die kennt ihr eh wahrscheinlich alle. Ich kann ja mal einfach die 3 verlinken, falls ihr sie nicht kennt, weil ich nicht glaube, aber ich mach's mal.
Jo, und das war's. Puh, das waren echt viele Fragen. Aber auf jeden Fall danke an euch da draußen, dass wir die 1000 geknackt haben. Es sind, wie gesagt, fast 1200. Ihr seid echt krass da draußen. Ich habe niemals gerechnet, dass es so schnell geht. Super geilen Dank an euch da draußen, dass ihr mir folgt hier und zuguckt und über die Schulter guckt und mir Tipps gibt manchmal. Aber bleibt auf jeden Fall dran, wie gesagt. Es macht echt Spaß, mit euch zu interagieren. Und deswegen werde ich auch weiterhin kommentieren, was ihr so kommentiert. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal und ihr seid einfach die Besten. Bleibt dran, danke. Ciao. Wie macht man so ein Herz? Das machen doch die ganzen Beauty-Typen immer, ne? Hier so Beauty. Hm? Ja, dieser. Also, es schmeckt ja. Wie kann man sich sowas auf die Lippen machen? Mal ernsthaft. Also, es gibt doch kein Beauty-Pill, es tut mir leid.